Hallo und herzlich willkommen auf startdrumming.de zu einer weiteren Free-Lesson hier auf dem Vlog. Ich habe ja vor einiger Zeit was zum Thema Stockhaltung gemacht und neulich auch was zum Thema Rückprallschlag. Und diese Lesson heute ist dann die nahtlose Fortsetzung zu diesen Basis-Lessons, die ich einfach nochmal machen möchte, weil die alten schon etwas in die Jahre gekommen sind. Wobei die Sachen zum Thema Müller-Technik, die habe ich ja sehr oft verlinkt, die kann man auch immer noch anschauen. Das habe ich auch unten nochmal verlinkt, den alten Beitrag, den kann man durchaus anschauen. Denn heute soll es eher allgemein darum gehen, warum ist die Müller-Technik so wichtig für uns Schlagzeuger insgesamt. Also speziell für das Instrument Schlagzeug ist es meiner Meinung nach die Schlagtechnik der Wahl. Das werden wir sehr, sehr häufig verwenden. Die Basis ist natürlich hier tatsächlich der Rückprallschlag, denn bei Müller-Technik gehen wir her und erzeugen zwar unseren Basisschlag komplett aus dem Unter- und Oberarm heraus erzeugt und aus dem Handgelenk. Wir schlagen also einen einzigen Schlag tatsächlich aus. Aber alle weiteren Schläge werden durch Rückprall erzeugt. Wir nutzen also den Rückprall hier deutlich gezielter, nicht um jeden einzelnen Schlag maximal möglich federn zu lassen, sondern wir nutzen das ganz kontrolliert, um ganz bestimmte rhythmische Strukturen zu erzeugen. Und da liegt dann auch der ganz große Vorteil in der Müller-Technik. Ich kann dann eben aus einer Bewegung sehr, sehr viel mehr Schläge erzeugen, die dann auch genutzt werden können, um halt bestimmte unterschiedliche Rhythmen verwenden zu können. Und ja, ich habe da immer einen Akzent notgedrungen, denn ein Downstroke, da muss man zunächst mal auf die Grundlagen eingehen, wie setzt sich diese Schlagtechnik zusammen. Und da ist die Basis eben der Downstroke. Das ist im Prinzip der Basisschlag, den ich mache, wenn ich von der Ausgangsposition wieder ausgehe, also wieder das hier mache und hier die deutsche Haltung einnehme. Und das ist jetzt wirklich, die deutsche Haltung ist ideal für diese Technik. Deswegen reite ich auf der auch so rum, weil ich hier das Handgelenk am Spannungsbereich ärmsten bewegen kann. Ich habe dann ein ganz entspanntes, gerades Handgelenk und kann einfach nach oben gehen. Ja? Und das ist dann hier der Downstroke. Und das ist auch hier das, was man als Müller-Peitsche oder Molar-Whip kennt. Wenn ich das von der Seite zeige, ist das das hier. Ja? Das ist diese, ich mache es mal auf dem Tom. Ja? Andere Hand. Das ist hier ein Downstroke. Ich gehe also her und winkel meine Handgelenke an. Dann kann ich hier den Unterarm an den Oberarm anziehen und dann den Stock nachziehen und dann das fallen lassen. Ja. Das zeige ich auch in meinem kostenlosen E-Book, das du auf meiner Homepage findest. Kannst du dir das kostenlos herunterladen. Du musst dich auch nirgends dafür anmelden. Du kannst es einfach nur herunterladen. Das ist der erste Schritt. Und das wäre die Müller-Peitsche. Ich mache das jetzt hier im Low Stroke, allerdings sehr, sehr groß. Gell? Klaus Hessler zeigt das immer sehr, sehr klein, also so. Gell? Das ist auch das, was Jim Chapin und der späte Sanford August Moeller, nachdem diese Technik benannt ist, wobei der die ja nicht erfunden hat, sondern er hat sie eigentlich dokumentiert. Woher kommt die? Das ist eigentlich ganz klassische Marschtrommeltechnik. Und zwar hat er in seiner Jugend, der Herr ist geboren 1878 rum, 1880, das kann man nachlesen. Ich versuche da mal einen Wikipedia-Eintrag dazu zu finden. Den gibt es in der englischsprachigen Variante, also da findet man das. Geboren und in seiner Jugend hatte er noch die Möglichkeit, Bürgerkriegsveteranen anzutreffen im Alltag. Und da gab es so Veteranenheime, wo die versorgt wurden. Das waren dann natürlich auch schon ziemlich alte Herren, zum Teil 80, 90 Jahre. Und die haben dann halt, den einen oder anderen hat dann als Militärtrommler gedient und die konnten dann trotz des hohen Alters noch sehr kraftvoll spielen. Und das hat ihn wohl sehr beeindruckt. Und dann hat er sich das ganz genau angeschaut. Was machen die das? Wie machen die das? Wie funktioniert das genau? Hat sich damit beschäftigt und das Ganze gelernt. Und das hat er dann auch in einem Buch, das Molar Book, dann versucht darzulegen, wie das genau funktioniert. Er selber war dann später nicht mehr so begeistert von dem Buch. Da gibt es
Stories, die Jim Chapin verbreitet hat und die Klaus Hessler neulich mal auch geteilt hat und erzählt hat, wie das genau war, was er dann von dem Buch hat. Ich versuche das zu finden, dann kannst du dir das dann anschauen. Da gibt es Videos dazu. Das wäre dann auch zum Beispiel ein Thema. Ich bin auch kein absoluter Experte, was Müllertechnik angeht. Ich gebe hier auch nur Dinge wieder, die ich selber gelernt habe. Da wäre jetzt wirklich Klaus Hessler der absolute Fachmann und die Koryphäe weltweit. Der kann da noch viel, viel mehr dazu erzählen. Ich gebe das nur so wieder, wie ich das im Unterricht dann vermittle. Und das ist jetzt ein bisschen geschichtlicher Hintergrund. Das ist also eine Technik, die aus dem Marschtrommeln kommt. Und da muss man sich vorstellen, das waren keine Trommeln mit Kevlar oder Aramidfelle, sondern das waren natürlich Kalbsfelle oder was halt als Naturfell da war und mit einer Rope Tension Snare, also wirklich mit Schnurspannung, so wie man das heute noch im klassischen Basler Trommeln hat. Oder der ein oder andere Fanfarenzug das noch macht bei uns in Schwäbisch Hall. Ich komme ja aus Schwäbisch Hall, gibt es die Sieder und der kleine Siederhof hat kleine Trommeln mit Schnurspannung. Die spielen das noch so, allerdings keine Naturfelle, sondern die haben inzwischen auch Plastikfelle. Die halten einfach länger. Da hat man natürlich, wenn es da reinregnet, keine große Spannung. Man muss da schon auch mehr mit dem Arm spielen, wenn man da den ganzen Tag spielen will. Das war eine technische Funktion. Man hat mit diesen Rudimentalfiguren dann Signale übermittelt, die zur Truppensteuerung notwendig waren. Also hat sich dann auch mit dem Bürgerkrieg in Amerika erledigt gehabt, denn danach kam ja ziemlich schnell auch dann das Fernmeldewesen über Morse-Signale, also Telegrafensystemen, der Funkmelder von Marconi kam und im Ersten Weltkrieg hat das dann schon keine Rolle mehr gespielt, weil man da dann doch deutlich genauere und bessere Möglichkeiten der Kommunikation dann zur Verfügung hatte. Und die Technik selber wird wahrscheinlich verwendet, seit es Trommeln gibt. Das ist ja mit eins der ältesten Instrumente. Man hat jetzt bei uns auf der Schwäbischen Alb eine Art Ocarina aus Knochen gefunden, also so eine Knochenflöte, die ist 35.000 Jahre alt und Trommeln wird es da wahrscheinlich auch schon gegeben haben, nur haben die sich natürlich nicht erhalten. Knochen halten so lang. Jetzt ein Naturfell über einen Baumstamm, das hält natürlich keine 35.000 Jahre. Also da wird man vermutlich jetzt keine Trommeln mehr finden, die so alt sind, aber es wird sie vermutlich gegeben haben. Und hohlen Baumstamm draufhauen und Ton erzeugen, das wird denen schon ziemlich früh aufgefallen sein. Und seit man das macht und Trommler gehabt hat, die dann gespielt haben, die werden relativ schnell auf die Idee gekommen sein, wenn wir unsere Anatomie anschauen. Das ist eine wellenförmige Bewegung, die wir da natürlich erzeugen, dass die auch ganz geschickt ist, wenn ich ein Stück Holz in die Hand nehme und da irgendwo drauf haue. Ja? Das ist eine ganz natürliche Bewegung. Wir gehen da wirklich mit unserer Anatomie mit und bewegen dann einfach jedes Gelenk. Ja? Und wie gesagt, ich verwende da eigentlich am Anfang, um das einfach lernen zu können, immer den Low Stroke, nicht den Full Stroke, sondern den Low Stroke in einer relativ großen Ausprägung, also das hier. Ja. Das kann man hier 1, 2, 3, 4. Und ich mache das wirklich so schrittweise, Handgelenk anwinkeln, Unterarm an den Oberarm anziehen, nachziehen und fallen lassen, ganz langsam. Und wenn man das flüssig macht, kommt genau diese Peitschenbewegung heraus. Ja? Das ist die Basis, das ist ein Downstroke. Der nächste Schritt, wenn ich das kann, gehe ich her und lasse dann einfach den Stock federn. Ich halte meinen Stock ja ganz locker, Little Finger Hold, das ist jetzt die Basis, und gehe her und lasse es dann einfach ausfedern. Und dann merke ich, dass da wesentlich mehr Schläge erzeugt werden. Und wenn man das dann eine Weile gemacht hat, kann man das dann strukturieren. Da kann man dann versuchen, dann bestimmte Anzahl an Schlägen herausfedern zu lassen. Und da kann man jetzt zum Beispiel anfangen mit 4. Also 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oder 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
an nur einen Schlag nachfedern lassen, dass wir dann Achtel. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Das wäre so der ideale Weg, den man dann geht. Das wird natürlich so in der Form am Anfang natürlich nicht klappen. Deswegen muss man das anders eigentlich angehen und lernen. Ich sage, das wäre der ideale Weg deswegen, weil ich zunächst mal so viele Schläge wie möglich mache und das dann reduziert spiele. Und dann fange ich natürlich mit 4 an, weil das 16. wären dann. Und das kontrolliert wäre dann ein längerer Abschnitt, wo ich das einfach gezielt federn lassen kann. Und dann reduziere ich das immer weiter. Das heißt, ich brauche da immer mehr Kontrolle, je weniger ich da mache. Dann ich beeinflusse eigentlich die nachfedernden Schläge nicht, sondern die geschehen immer aus hier dem Downstroke heraus. Ich gehe her und lasse das einfach aus dem Downstroke heraus federn. Das ist das, worum es eigentlich geht bei der Müller-Technik. Und das kann man jetzt dann ganz gezielt machen. Am besten ist dazu geeignet tatsächlich die Triole. Warum? Weil dann alle drei Schlagkategorien, die es dann gibt, hier in gleichmäßig verwendet werden. Das ist nämlich zum einen der Downstroke, der Tapstroke und der Upstroke. Down, Tap, Up, Down, Tap, Up, Down, Tap, Up. Das heißt, der praktikable Weg, Müller-Technik zu lernen, ist es zunächst mal, das in Triolen zu üben. Ja? Da haben wir das gleichmäßig, also ein Down, Tap, Up, Down, Tap, Up. Also ihr habt einen Downstroke, dann kommt der Tapstroke und der Upstroke. Was sind das jetzt genau für Schläge, die wir da spielen? Ein Downstroke ist immer ein Schlag, bei dem die Bewegungsrichtung des Handgelenks dann nach unten geht. Das heißt, ich muss zuerst hoch und dann schlage ich nach unten. Ja. Ein Tapstroke ist ein unbetonter Schlag. Ja. Den lasse ich einfach federn. Und ein Upstroke ist ein unbetonter Schlag, bei dem die Bewegungsrichtung nach dem Schlag nach oben geht. Ja. Down, Tap, Up. Down, Tap, Up. Das letzte ist ganz, ganz wichtig. Man muss das also dann, wenn man Upstroke spielt, immer den Schlag federn lassen und erst dann hochgehen. Wenn man zu früh hochgeht, passiert dann Folgendes. Man geht dann häppchenweise hoch und das kostet dann natürlich dann wieder Energie, weil ich dann schon viel zu früh Bewegungsenergie herausnehme. Ich bremse hier den Stock dadurch, dass der Anschlagswinkel nicht mehr ganz ideal ist und dann kann ich dann weniger Rückprall nutzen, wie es eigentlich möglich wäre. Also ich verschenke da einfach Energie. Das ist übrigens ein ganz klassischer Bowler-Fehler. Deswegen war zum Beispiel Jim Chapin und auch der späte Sanford Moeller nicht so begeistert von den Darstellungen im Moeller Book, denn da wird das dann so mit ganz großen Bewegungen gezeigt und das führt dann eigentlich automatisch zu diesem Fehler. Ideal ist es einfach, wenn man das federn lässt, solange es geht. Das kann man natürlich auch üben. Man kann hier zum Beispiel bei Tempo 40 anfangen, wirklich so langsam und das Ganze in Triolen. Ich mache da mal als Metronom tatsächlich Triolen. Da, da, ba, ba, ba. 1 und die 2 und die 3 und die 4 und down, tap, up, 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 down, tap. Down, tap, up, down, tap, up, down, tap, up, down, tap, up, down. 1, 2, 3 und da, bam, bam, bam. Ja, so kann man das dann üben. Ja. Ganz langsam, down, tap, up, down, tap, up und das mal bis Tempo 100. Ja. Da nehme ich die Triolen raus und nehme nur noch die Viertel. 3, 4. Ja. Und ab da kann man dann ja auch weitergehen, wenn du willst, bis Tempo 200, wenn du das schaffst.
so schnell es wie halt dir möglich ist und dir sinnvoll erscheint. Da möchte ich jetzt keine genauen Vorgaben machen. Ich sage immer, zwischen Tempo 60 und Tempo 200 ist gut für den Mainstream. Alles, was im Mainstream stattfindet, findet in diesem Tempobereich statt. Da sollte man auch seine Grundlagentechniken dann natürlich beherrschen. Und das wäre die Basis. Das würde ich zunächst mal üben, damit ich überhaupt in diese Müller-Technik hineinkomme. Warum ist dann jetzt die Müller-Technik für uns so wichtig am Schlagzeug? Sie bietet darüber hinaus, dass ich hier sehr leicht unterschiedliche Rhythmen, wie zum Beispiel Achtel, wenn ich jetzt Achtel spielen will, da gehe ich her, mache ich nur Down und Upstroke. Down, up, down, up, down, up, down, up. Ich gehe also im gleichen Maß, wie ich runtergehe, wieder hoch. Down, up, down, up. Und die Sechzehntel wären dann natürlich noch ein weiterer Tap zu den Triolen hinzu. Down, tap, tap, up, down, tap, tap, up, down, tap, tap, up, down, tap, tap, up, down, tap, tap, up. Und das kann man dann separat üben. Achtel, Triolen, Sechzehntel in der Form kann man auch als Pyramide, wenn man so will, üben. Zum Beispiel auch mit Tempo 100. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 4. Ja, die Sechzehntel, die sind bei mir immer so ein bisschen, da könnte man ein bisschen genauer und präziser machen. Wie macht man das? Na, ich konzentriere mich da eigentlich nur noch auf den Akzent, also das hier. Das ist natürlich dann schon etwas schwieriger, das mit 16 in den Tempo zu spielen. In dem Fall, wenn ich das jetzt aus einer Bewegung herausfedern lasse, verwende ich das eher für langsamere Sachen. Man kann das aber natürlich auch einfach mit Achteln dann in höheren Tempi spielen. Das würde ich dann tun. Also 1 E und die, 2 E und die, 3 E, 4 E und die. Und dann halt dann kann man auch schneller spielen. Ja. Das ist überhaupt kein Problem dann. Ein weiterer Vorteil ist dann, wie gesagt, dass man eben hergehen kann und dann in der anderen Hand zu den Basisbewegungen, die wir hier machen, zum Beispiel bei Achtel, Taps hinzufügen kann. Also ich gehe her, spiele den Down- und Upstroke. Down, up, down, up, down, up. Eins und zwei. Und dann füge ich Taps in die Zwischenräume ein, gleichmäßig, und dann habe ich die Sechzehntel. 1 E und die 2 E und die 3 E und die 4 E und Down Tap Tap Down Tap Up Tap Down Tap Up Tap Down Tap. Das ist dann vom Technischen her, ich zähle da immer jetzt die rechte Hand. Down, up, down, up und dann Down Tap Up Tap Down Tap Up Tap. Down, tap, up, tap, fügen wir einfach Taps hinzu. Das gleiche geht auch mit Triolen, also down, tap, up, down, tap, up, down, tap, 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 up, tap, down, tap, 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 up, tap, down, tap, 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 up, tap und erhalten dadurch natürlich dann Sextolen, weil 3 plus 3 ergibt dann 6 Schläge, sind dann Sextolen, also 1 und die 2 und die 3 und die 4 und die 1 und die 2. Die 4 und die 1 und die 2 und die 3 und die 4 und die 1. Gell? Ja, und so kann man natürlich sehr, sehr viel mehr Schläge in gleicher Zeit spielen oder halt größere Geschwindigkeit erzeugen und kontrolliert eben Sechzehntel und Sextolen erzeugen. Und wenn wir das Ganze mit der Sechzehntelbewegung machen, also ich sage da immer Bewegung, weil ich diese Techniken mit Zählzeiten verknüpfe. Das heißt, für mich ist das hier eine Viertelbewegung, weil ich das immer am Anfang mit Vierteln verbinde. Achtel spiele ich so. Das ist ein Down- und Upstroke. Das ist für mich die Achtelbewegung. Und die Triolen, das ist das hier. Das sind Triolen, die ich spiele und Sechzehntel. Oder so. Ja, das kann man auch dann nehmen. Ich verbinde das also immer mit konkreten Unterteilungsebenen und dadurch ist es natürlich wesentlich leichter, das Tempo zu halten. Zum Beispiel eine Pyramidenübung bei Tempo 100. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 und 2 und 3 und 4 und 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
und so weiter. Das kann man dann also so machen. Und ich muss da eigentlich nur noch auf den Akzent hören. Der Rest federt dann. Das waren jetzt dann die Viertel, die Achtel. Und dann habe ich nochmal Sextolen gespielt. Man kann aber natürlich auch hergehen und dann die 16 als Basis nehmen. 1E und die 2E und die 3E und die 4E und die. Und er hält dann 32. Das heißt, ich kann da bei Tempo 100 die 32 ganz leicht üben, indem ich das einfach so mache. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4. Dann habe ich das auch. Die rechte Hand strukturiert das Ganze dann und die linke Hand sorgt dann dafür, dass dann eben die notwendigen Füllschläge hinzukommen, die dann die Geschwindigkeit letztendlich erzeugen. Und die sind ganz einfach, die lasse ich einfach federn. Das sind Tabs. Ja. Und so kann ich dann eben ganz gezielt hier Dinge spielen, die sonst wesentlich komplexer sind. Und dann gibt es natürlich noch eine ganze Reihe Anwendungen am Schlagzeug. Da kann ich dann auch noch mal was geschwind zeigen. Dazu muss ich aber jetzt ein bisschen umbauen. So, jetzt bin ich wieder hier am kompletten Set zurück. Also ich habe jetzt einfach nur die Snare gedreht. Und jetzt können wir da noch mal ein bisschen drauf eingehen, warum die Müller-Technik gerade für Schlagzeug interessant ist. Wir spielen ja eigentlich meistens Hi-Hat, Snare und Bassdrum. Und wir haben sehr oft eben Viertel, Achtel und Sechzehntel. Und dann ist es natürlich vom Timing her geschickt, wenn ich jetzt mal Tempo 100 nehme. Und das ist jetzt wesentlich wichtiger, als jetzt präzise 32 in dem Tempo spielen zu können. Einfach mal Achtel. So, drei, vier. Das wären dann zur Anwendung. Du hast gesehen, ich spiele eigentlich alles immer hier mit dem Klick in der Grundbewegung. Die laufen immer zusammen, auch wenn die Phrasen nicht immer ganz auf 1a aufgegangen sind. Ich habe dann einfach länger weitergespielt und dann bis zur nächsten 1 gewartet. Das kann man auch machen. Das ist übrigens so ein Trick, um da wieder reinzukommen. Ja, wenn man da Musiker hat, die da mitgehen können, dann ist das kein Problem. In der improvisierten Musik ist das oft der Fall. Da bricht nicht gleich das Chaos aus, wenn man da mal was anders macht, wie jetzt dann konventionell vorgesehen. Du hast aber gesehen, ich komme da sehr leicht ums Set herum und spiele da zum Beispiel auch gern dann Triolen aus dieser Bewegung heraus. Und das geht eigentlich viel, viel leichter mit der Müller-Technik. Ich habe immer den Grundpuls als Akzent und kann dann das Tempo eigentlich dann automatisieren. Ich muss da einfach nur auf den Grundpuls achten. Das geht insbesondere, wenn man dann schnellere Tempi spielt. Sagen wir mal ein klassisches Rocktempo, 130 Achtel. Ja. Du siehst auch, dass ich dann, wenn ich auf die Toms gehe, ja, dass ich da eben auch die Bewegungen in der Müller-Technik verwende. Und dazu sind eigentlich nur die Bewegungen in den Low Strokes und wenn man die relativ groß macht, ist das völlig ausreichend vonnöten. Natürlich gibt es da jetzt noch den Half Stroke, das ist das hier. Das kann man sich so mal anschauen, dass also wirklich diese Bewegung, die geht dann so. Und dann gibt es noch den Full Stroke, der geht dann so. Das sind so Sachen, die kann man natürlich brauchen, wenn man größere Sets hat und ein bisschen Show machen will. Dann kann ich dann also. Thank you.
Das macht natürlich sehr, sehr viel Spaß, ist aber vielleicht nicht jedes Mal notwendig, also zumindest dann in den Bereichen, in denen ich unterwegs bin. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich brauche das nicht jeden Tag. Es macht natürlich sehr viel Spaß, solche Sachen zu machen, aber jetzt jedes Mal solche Schläge zu spielen. Es gibt natürlich Musiker, die das machen. Liberty DeVito, der langjährige Schlagzeuger von Billy Joel zum Beispiel, der hat eigentlich immer Full Strokes gespielt. Aber wenn man halt nur in Stadien spielt, dann ist das auch überhaupt kein Problem. Ich fand immer, dass er mit sehr, sehr viel Energie spielt, die armen Crashbicken. Ja, aber das ist, da kann man eigentlich nicht zu laut werden. Da ist man eh nie laut genug. Und auf großen Bühnen sieht das natürlich viel, viel spannender aus, wie wenn man da so spielt. Ja, das ist natürlich wesentlich effektiver, aber nicht ganz so spaßig wie oft. Ja. Effizienz ist natürlich auch nicht alles. Ich versuche natürlich, meine Technik zunächst mal so zu trainieren, dass ich möglichst effizient spiele. Das heißt aber nicht, dass das immer das Optimale ist für das Musikalische und auch für die Show, die man bietet. Musik hat ja auch durchaus was mit Entertainment zu tun. Und da muss man dann eben einen Mittelweg finden. Das ist auch zum Beispiel bei Dirk Brandt so, der auch sehr viel große Bewegungen spielt, weil es einfach dann mehr Energie überträgt. Ja, wenn man große Hallen spielt, ist das natürlich dann der Herr spielt bei Axis, also momentan und auch zum Beispiel bei Gregor Hilden. Bei Gregor Hilden wird er nicht so spielen wie bei Axis. Da hat er auch ein kleineres Set, aber das ist ein anderes Thema. Du siehst also, dass man mit dieser Technik wesentlich leichter ums Set herum dich bewegen kannst und die Bewegungen ineinander fließen. Ja? Dann ist es dann auch möglich, dann komplexere Strukturen zu spielen, wie zum Beispiel Polyrhythmen. Da habe ich auch schon mal vor einiger Zeit noch Lesson gemacht. Die verlinke ich dir auch mal hier oben im i und im Beitrag. Das war dann das hier. Ja, da ging es um die Polyrhythmik 2 gegen 3 und das Generalthema war, wie funktioniert Unabhängigkeit. Die Möller-Technik hilft einem dabei, solche Strukturen zu spielen, denn ich habe ja die Triolen zum Beispiel automatisiert, 1 und D2 und D3 und D4 und die, desgleichen natürlich die Achtel in der linken Hand. Dann spiele ich die zusammen, rechts, links, rechts, zusammen, rechts, links, rechts, zusammen, rechts, links, rechts, zusammen, rechts, links, rechts. Aber da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, da gibt es ja die entsprechende Lesson, aber solche Dinge lassen sich natürlich mit Möller-Technik wesentlich leichter erlernen und spielen, weil man da auf automatisierte Abläufe zurückgreifen kann und man muss da nicht mehr drüber nachdenken, was mache ich in der rechten Hand, was mache ich in der linken Hand. Ich lasse das einfach laufen und dann ist ein Handsatz, das ist zusammen rechts und rechts und dann... lässt man das einfach fließen und du siehst auch hier, dass das immer aus diesen Downstrokes heraus stattfindet. Down, down, down. Ja? Und das wäre es eigentlich schon gewesen zum Thema Möller-Technik. Das ist auch ein extrem komplexes Thema. Wie gesagt, ich bin da nicht die absolute Koryphäe in dem Bereich. Da gibt es Leute, die wissen da noch wesentlich mehr als ich. Aber das ist das, was ich für den Anfänger und für den Wiedereinsteiger und für den fortgeschrittenen Schlagzeuger wichtig finde, dass er sich damit mal ein bisschen beschäftigt. Also die grundlegenden Sachen, Viertel, Achtel, Sechzehntel, Triolen, Sechstolen, 32. üben. Das kann man mit Möller-Technik sehr, sehr viel einfacher gesteuert und gezielt tun. Ich denke, das hat man ganz gut gesehen. Schau dir das einfach mal an. Im Beitrag erzähle ich da auch noch ein bisschen was dazu. Und dann kann man natürlich, wenn man dann das basismäßig beherrscht, den Akzent natürlich auch auf andere Zählzeiten verschieben. Das sind dann wirklich Dinge, da ist Klaus Hessler der absolute Meister drin. Alles, was dann jenseits einer Moving Accents Übung, da habe ich auch mal das ein oder andere, ich verlinke dir das mal, kann man auch mitmachen, oder eine Strain Beats dann geht, ist dann nicht mehr so ganz meine Baustelle.
Wie gesagt, ich unterrichte dann halt meistens dann Anfänger, fortgeschrittene Schlagzeuger und die beschäftigen sich dann vielleicht nicht gleich mit ganz so komplexen Dingen. Kann man aber natürlich machen. Dazu muss man aber natürlich zunächst mal die Basis verstanden haben. Und das ist für mich dann der Antrieb, das hier zu machen. Ich hoffe, das ist mir gelungen. Du kannst mir mal in die Kommentare dann Fragen runterschreiben, falls du dann noch welche hast oder Anregungen, Kommentare, die mir auch noch ein bisschen mehr Wissen vermitteln. Falls du da mehr weißt wie ich, bin ich da auch gern für dankbar. Jetzt wünsche ich dir zunächst viel Spaß bei Erlernen der Müller-Technik oder beim Üben. Und nächste Woche geht es dann zunächst mal nicht weiter, sondern erst in 14 Tagen natürlich wieder mit einem anderen Thema. Bis dahin viel Spaß und nicht vergessen, start drumming!